Sie wissen, Eisenbahnfahren ist eine sehr soziale Angelegenheit. Menschen kommen mit Menschen in Kontakt. Da passieren teilweise tolle Geschichten, die unglaublichsten Geschichten. Diese Eisenbahnwelt ist manchmal sehr zahlengetrieben, manchmal sehr technikgetrieben und mitunter vergessen wir, dass die Eisenbahn eigentlich für den Menschen da ist und dass sie nur deshalb für den Menschen da sein kann, weil sie von vielen Menschen gemacht wird. Ich finde alle, das ist jetzt nicht nur die Deutsche Bahn, das ist auch die Westbahn, das ist der Metronom, die Eisenbahner in Gänze machen einen super Job. Kommen wir zur Resonanz bei den Bahnkunden. Ich habe eben schon gesagt, uns ermutigt die Resonanz, die wir bislang hatten, zum Weitermachen. Wir hatten im ersten Jahr 100 Einsendungen von den Bahnkunden, im zweiten Jahr waren es schon 160, im dritten Jahr waren es 250 und in diesem Jahr 300. Und in diesem Jahr freue ich mich, dass wir den Bundesverbraucherschutzminister Herrn Maas bei uns anwesend haben, der die Laudatio halten wird. Das ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, ein tolles Signal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn ich der Justizminister bin, dürfen Sie sich jetzt hier vorne nicht wie auf der Anklagebank fühlen. Das Gegenteil davon ist richtig. Wenn ich die Bahn nehme, und das tue ich, weil ich einfach gerne Bahn fahre und auch gut in der Bahn arbeiten kann, dann lernt man kennen, wie wichtig es ist, dass das Personal, das dort arbeitet, für einen so langen Zeitraum, dass er ihn auch betreut. Und es ergeben sich immer mal wieder Fragen, wie wichtig auch die Servicequalität in der Bahn ist. Herzlichen Glückwunsch zum Eisenbahner des Jahres 2014.